Moin moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, hast du wieder eingeschaltet. Bist du auf eine Krise optimal vorbereitet? Was machst du zum Beispiel, wenn es brennt? Hast du dir darüber Gedanken gemacht? Schreib das gerne unten in die Kommentare, wie du dich vorbereitet hast auf einen eventuellen Brand. Das Thema Brandschutz ist relativ umfangreich und da ist es wichtig, gut darauf vorbereitet zu sein. Auch Brandschutz gehört zur Krisenvorbereitung. Aber noch viel mehr, Brandschutz ist auch wichtig außerhalb einer Krise. Bist du überhaupt darauf vorbereitet? Unabhängig jetzt, ob du Krisenvorsorge betreibst oder nicht, jeder muss zu Hause auf einen Brand bestmöglich vorbereitet sein. In diesem Video erkläre ich dir, wie ich das gemacht habe und auf was du vielleicht achten solltest. Natürlich bin ich kein Brandschutzexperte. Alles, was ich in diesem Video erzähle, habe ich halt selbst recherchiert. Wenn du dich aber professionell vorbereiten möchtest, und das empfehle ich dir auch, dann bitte ich dich, hol auch Informationen von Experten ein. Die Gefahr eines Brandes besteht immer, unabhängig davon, ob wir uns in einer Krise befinden oder nicht. Es ist schnell mal passiert, dass irgendwas Feuer fängt. Viele Leute haben sich dazu eigentlich noch gar keine Gedanken gemacht. Das ist ein großer Fehler, weil wenn es brennen sollte, ist es wichtig, dass man möglichst schnell reagieren kann. Ein kleiner Brand ist relativ einfach und schnell unter Kontrolle gebracht. Bei einem Großbrand aber sieht es komplett anders aus. Da muss dann zwangsläufig die Feuerwehr kommen. Wenn du Pech hast, schlagen die Flammen vielleicht aufs Nachbargebäude über. Vielleicht sind dann Menschenleben in Gefahr. Einen solchen Brand wirst du nicht mehr selbst unter Kontrolle kriegen. Da bleibt dir dann nur die Flucht. Wenn nun aber ein kleiner Brand entstehen sollte und du vorbereitet bist, kriegst du denn wahrscheinlich selbst relativ schnell und auch ohne größeren Schaden unter Kontrolle. Bist du aber nicht vorbereitet, hast du keine Chance. Auch in einer Krise ist dieses Thema extrem wichtig. Wenn du dich nicht vorbereitet hast, kannst du nichts gegen einen Brand tun. Da wird auch in einer Krise, wird deine Wohnung oder dein Haus wird dann wahrscheinlich runterbrennen. Die Feuerwehr kann dann vielleicht nicht mal kommen. Vielleicht hast du dann auch deinen ganzen Vorrat zu Hause. Wie willst du denn retten? Weil du musst dann schauen, dass du dich selbst und deine Familie retten kannst. Du wirst dann wahrscheinlich nicht groß Zeit haben, deine Vorräte zu sichern. Und auch wenn, wo willst du dann mit deinen Vorräten hingehen? Also, Brandschutz musst du unbedingt dran denken. Welche Mittel du zur Brandbekämpfung einsetzen wirst, ist erstmal zweitrangig. Viel wichtiger meiner Meinung nach ist, dass das, was du hast, auch griffbereit ist, dass du das nicht lange suchen musst, dass das nicht mit irgendwas zugestellt ist, dass das schnell erreichbar ist. Gerade in einem Blackout, wenn du vielleicht kein oder nur wenig Licht hast, ist es umso wichtiger, dass die Sachen zugänglich sind. Ich würde dir auch empfehlen, falls es zu einem Blackout kommen wird, solltest du den Feuerlöscher immer parat haben. Gerade wenn du vielleicht mit Kerzen hantierst oder dir ein Essen warm machst auf dem Gaskocher oder einem Benzinkocher und so weiter, weil da ist dann halt erhöhte Brandgefahr und da muss das alles griffbereit sein. Je schneller du das Feuer bekämpfen kannst, umso weniger Schaden wird es anrichten. Jetzt kommen wir erstmal zu den verschiedenen Arten, wie du einen Brand bekämpfen kannst. Klar, das Offensichtlichste ist natürlich mit Wasser. Wasser ist natürlich besser als nichts. Aber du musst auch bedenken, Wasser darfst du halt nicht überall einsetzen. Wenn du zum Beispiel einen Fettbrand hast oder auch Kerzen, zum Beispiel einen Wachsbrand, das ist nichts anderes als ein Fettbrand, darfst du niemals mit Wasser löschen. Das wird eine Stichflamme geben und du wirst quasi das Feuer anfachen damit. Also die richtige Löschtechnik ist entscheidend. Deswegen empfehle ich dir, auf professionelle Produkte zurückzugreifen und auch das ganze Spektrum abzudecken. Das günstigste und einfachste ist aus meiner Sicht eine Löschdecke. Mit einer Löschdecke kannst du sehr viele Arten von Bränden einfach bekämpfen. Eine Löschdecke kannst du immer dann einsetzen, wenn du halt den Brandherd noch komplett damit abdecken kannst. Es ist dann egal, ob es zum Beispiel ein Holzbrand ist oder ein Fettbrand. Eine Löschdecke entzieht dem Feuer Sauerstoff und das ist eigentlich das, was jedes Feuer oder die meisten Feuer bekämpft. Eine Löschdecke ist eine gute Sache, aber bedenke auch, dass du eine Löschdecke nicht immer und überall einsetzen kannst. Du musst damit den kompletten Brandherd vollständig abdecken können. Das heißt, du musst nahe genug rankommen. Das kannst du zum Beispiel nicht, wenn der Brand zu heiß ist oder bereits
zu groß ist und die Decke dann halt nicht mehr ausreicht, um das abzudecken. Es kann auch sein, dass du die Decke dann vielleicht nicht gut übers Feuer platzieren kannst und somit nützt sie dir nichts mehr. Und wenn du dann nicht mehr drankommst, brauchst du eine alternative Löschmöglichkeit. Das kann zum Beispiel ein Feuerlöscher sein. Feuerlöscher gibt es aber sehr viele verschiedene Arten und Größen. Es gibt da verschiedene Brandschutzklassen. Es gibt ja von A bis F. Und zum Beispiel mit einem ABC-Löscher bist du relativ gut ausgestattet. Aber beachte, dass du zum Beispiel mit einem ABC-Löscher keinen Fettbrand löschen kannst. Und ABC-Löscher sind meistens auch Pulverlöscher. Mit dem Pulver, das ist halt auch so eine Sache, weil das Pulver ist extrem fein. Und somit, das geht dann halt überall rein. Zum Beispiel in der Küche irgendwas brennt und du hantierst da mit dem Pulverlöscher, dann sind alle deine Lebensmittel, wo halt nicht hermetisch verriegelt sind, also wo eigentlich quasi Sauerstoff rankommen kann, werden dann nicht mehr genießbar sein, weil dieses Pulver, das geht dann halt überall rein. Klar, elektrische Geräte ist erstmal zweitrangig in der Krise, ob jetzt da Pulver reingeht oder nicht, interessiert dich erstmal nicht, weil du willst den Brand bekämpfen, aber die Vorräte sind dann halt auch wichtig. Auch die Reinigung danach ist sehr aufwendig. Du kannst das Pulver fast gar nicht mehr reinigen. Du kriegst es eigentlich nicht mehr aus den Ritzen raus. Da muss dann eine professionelle Firma das Ganze reinigen kommen. Aber klar, ein Pulverlöscher hat halt den Vorteil, der deckt halt ein breites Spektrum ab. Du brauchst dann quasi eigentlich nur, ich sag mal, zwei Löscher, weil ABC alleine reicht ja nicht, weil für Fettbrand musst du auch einen Löscher haben. Aber du kannst dann halt mit wenigen Feuerlöschern das ganze Spektrum abdecken. Vielleicht noch kurz zu den verschiedenen Brandklassen. Brandklasse A sind zum Beispiel Feststoffe, das heißt zum Beispiel Holz oder Textilien. Eigentlich mehr oder weniger organische Stoffe, auch Kunststoffe, solange sie nicht schmelzen. Für Brandklasse A gibt es dann auch verschiedene Löschmittel. Einerseits gibt es den vorhin genannten Pulverlöscher. Du hast dann aber auch die Wahl, du kannst auch einen Wasserlöscher oder einen Schaumlöscher einsetzen. Auch ein Fettbrandlöscher ist für Brandklasse A einigermaßen geeignet. Brandklasse A wird uns im Alltag wie auch in einem Blackout immer begleiten, weil organische Stoffe findet sich halt in jedem Haushalt. Auch die nächste Brandklasse, die Brandklasse B, ist wichtig abzudecken, weil auch das wird uns wahrscheinlich alle betreffen. Das sind sogenannte Flüssigbrennstoffe. Das kann dann zum Beispiel Benzin oder Diesel, Petroleum, geschmolzener Kunststoff, einfach alles, was flüssig ist, betrifft das. Da hilft dir dann auch der genannte Pulverlöscher natürlich, weil der halt wirklich ein breites Spektrum abdeckt. Auch der Schaumlöscher funktioniert da noch, aber der Wasserlöscher zum Beispiel nicht mehr. Dafür gibt es dann noch den Kohlendioxidlöscher. Und auch der Fettbrandlöscher funktioniert da einigermaßen gut. Brandklasse C wird uns vor allem in einem Blackout auch begleiten. Das sind brennende Gase. Wenn du dann einen Gaskocher benutzt, kann das relativ schnell passieren. Für Brandklasse C, also Gasbrände zum Beispiel, hilft dir dann eigentlich nur noch der Pulverlöscher, also der ABC-Löscher. Leider gibt es dafür keine anderen Löscher. Also da musst du dann das Pulver einsetzen. Jetzt ist halt die Frage, ob du dir einfach einen Pulverlöscher, einen ABC-Löscher anschaffen möchtest oder ob du halt dann vielleicht für organische Stoffe noch zum Beispiel einen Wasser- oder einen Schaumlöscher zulegen möchtest. Das musst du dann für dich selbst entscheiden. Ich werde das so machen. Ich werde mir einen Schaumlöscher, einen Pulverlöscher und auch einen Fettbrandlöscher anschaffen. Es gibt aber noch weitere Brandschutzklassen. Das ist zum Beispiel die Brandschutzklasse D. D kann uns auch immer wieder betreffen. Außerhalb einer Krise wie auch in einer Krise. Das sind halt dann Metallbrände. Klar, in einer Krise braucht es relativ viel, damit Metall zu brennen beginnt, aber das beinhaltet auch zum Beispiel Lithium. Und Lithium sind halt in den modernen Batterietechnologien mit enthalten. Also Lithium-Ionen, Lithium-Polymer-Akkus kannst du mit herkömmlichen Löschern nicht mehr löschen. Da brauchst du dann eigentlich einen Löscher für die Brandklasse D. Und das ist dann leider halt auch ein spezieller Löscher. Das ist auch ein Pulverlöscher, aber der hat dann ein spezielles Pulver, was nur für das geeignet ist. Ob du das dann auch abdecken möchtest, musst du halt dann selbst wissen. Und nun noch die letzte Klasse, das ist Brandklasse F und das sind Fettbrände. Und für Fettbrände brauchst du auch einen Fettlöscher. Jetzt kannst du das zum Beispiel so machen, du kannst dir einen ABC-Löscher zulegen.
Der deckt dann halt das ganze Spektrum ab, ist aber mit Pulver und du kannst dir einen Fettbrandlöscher zulegen. Einen Fettbrandlöscher kannst du aber auch für organische Brände und auch Flüssigkeitsbrände einsetzen. Somit deckt er eigentlich auch ein ganz breites Spektrum ab. Also aus meiner Sicht brauchst du mindestens einen Feuerlöscher für die Klasse ABC und einen für die Klasse F. Optional, und das werde ich mir auch zulegen, ist noch eine für die Brandklasse D. Ich weiß, das war jetzt viel Geschwafel, das war auch nicht sehr professionell, weil ich kenne mich da selbst nicht wirklich gut aus, aber das Video soll dazu dienen, damit du dich dann selbst informieren kannst, damit dir halt mal jemand dieses Thema näher bringt und du dich dann bei den Profis selbst informieren kannst, was für dich das Richtige ist. Was ich dir aber mit Sicherheit sagen kann, du brauchst Löschdecken und zwar einige davon. Also ich würde da halt mehrere kaufen und dann halt auch einen ABC-Löscher und einen Fettbrandlöscher. Egal aber, was du hast, das Wichtigste ist, es muss griffbereit sein. Zum Brandschutz gehört aber auch noch zum Beispiel ein Feuermelder, ein Rauchmelder. Gerade in einer Krise ist ein Brand schnell passiert. Was man als erstes hört, ist, du sollst dir Teelichter zulegen. Also die Leute rennen los, kaufen sich hunderte, tausende Teelichter und wenn dann ein Blackout eintreten sollte, nehmen sie dann halt ihre Teelichtpackungen hervor, zünden dann hunderte Teelichter an, damit sie einigermaßen Licht haben. Das ist aus meiner Sicht fatal, wenn man das tut. Teelichter, okay, kann man machen, die müssen aber beaufsichtigt sein. In der Krise ist es halt relativ schwierig, vielleicht schläfst du nicht gut, du bist dann vielleicht müde. Du zündest dir die Teelichter an, auf einmal schläfst du ein. Und da ist dann halt schnell ein Brand geschehen. Deswegen ist es wichtig, dass du einen Feuermelder hast oder einen Rauchmelder, weil der kann dich frühzeitig warnen und dir vielleicht das Leben retten. Klar, vielleicht kriegst du den Brand dann nicht mehr unter Kontrolle, aber du hast vielleicht noch die Möglichkeit zu flüchten. Also Brand oder Rauchmelder, ganz, ganz wichtig. Nicht nur in einer Krise. Das waren nun meine Gedanken zum Thema Brandschutz. Falls du dich mit dem Thema gut auskennst, schreib gerne unten in die Kommentare einige Tipps. Würde mich und die Community sehr, sehr interessieren. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Gerne darfst du auch meinen Kanal abonnieren. Es würde mich sehr, sehr freuen. Jo, dann war's das mit diesem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Sei immer vorbereitet. Bis bald. Ciao, ciao.